Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu diesem kurzen und knappen Video. Ihr habt gerade gesehen, das Wetter grandios und eigentlich wollte ich gerade Radfahren gehen, aber ich habe mich dann umentschieden, weil es einfach wie aus Eimern angefangen hat zu schütten. Und ich bin ja einer, der geht eigentlich die ganze Zeit wirklich fahren und ich bin echt, also alles andere als ein Weichei, was das Wetter angeht, aber so langsam reicht es mir auch. Und vielleicht habt ihr mitbekommen, es gibt einen zweiten Kanal und es gibt dort drauf sozusagen so Reactions auf verschiedene Videos. Und ihr habt die Möglichkeit, Videos einzuschicken. Wie das Ganze funktioniert, erkläre ich euch jetzt gleich. Aber erstmal zeige ich euch schon mal mein Setup. Ich habe mir echt Mühe gegeben, mir da was zu überlegen, dass es irgendwie cool ist und ist noch nicht fertig ganz, aber ich zeige euch trotzdem, was ich schon gemacht habe. So, erstmal einmal im Hellen, ganz normal. Das ist ja hier also mein Büro sozusagen. Hier schneide ich alle Videos. Und ich habe mir besorgt, hier so ein klasse Stativ, damit hier die Kamera steht und wir hier alles machen können, ganz normal. Hier wisst ihr Bescheid. Und habe mir hier alles clean gemacht. Eine Couch für Streaming-Gäste, dann kommt natürlich hier der ganze Kram, kommt natürlich noch weg. Ich mache mal jetzt ganz kurz hier das Licht ein bisschen anders, dann seht ihr nämlich ein bisschen mehr. So, oh, okay, jetzt ist es ordentlich hell, bisschen weniger vielleicht. Also hier natürlich für Gäste alles vorbereitet, wir können hier chillen. Wenn die Cam dann hier ist, dann chillen die Leute da hinten auf dem Sofa. Und also Mark, Steve, Tom, wenn ihr das seht, ne, ihr seid herzlich eingeladen, mal in den Stream zu kommen. Streaming-Zeit steht noch nicht genau fest, weil noch so ein paar Termine anstehen. Und die waren schon länger geplant, deswegen kann ich die nicht verschieben. So, jetzt die Deko. Hier, ne? Wichtig, bisschen Grünzeug im Hintergrund, eine schöne Kerze für die Romantik. Danger Dyer hat seine Brille liegen lassen. Hier so ein paar Bilder. Wenig LED-Kram bisher. Also die Lampe da ist LED, die geht auch farbig. Habe ich schon meinen Schreibtisch LED, das sehen die Leute aber nicht. Aber ich habe noch so LED-Panels, die ich jetzt gerade nicht finde. Aber die lege ich wahrscheinlich dann hier so rein, die laufen mit Akkus, unkompliziert. Dann habt ihr hier so einen schönen Streaming-Hintergrund. Wenn der Steve das Video hier sieht, dann wird er wahrscheinlich sagen, oh Junge, du hast viel zu wenig LEDs, das geht nicht. Und Steve, wenn du Bock hast, hier alles mit LEDs zu machen, nee, ich bin einfach nicht so der übelste Fan von diesen LED-Dingern, weil das sieht halt auch ganz schnell mal nach Kirmes aus. Dann habe ich natürlich noch was mega cooles. Ist so ein bisschen oldschool, aber ihr kennt es vielleicht auch schon aus der Story. Ein Red Bull Kühlschrank. Und den können wir auch anmachen. Und dann leuchtet der auch. Man kann ihn noch im Dunkeln sehen. So. Ich muss mal gucken, wie das funktioniert, wenn es halt mit Ton und Mikro und so weiter und so fort, weil ihr hört es vielleicht, der ist halt ein bisschen laut, der Gute, ne? Deswegen muss ich da mal schauen. Aber prinzipiell steht jetzt alles, Kamera dann dorthin, schön ausgeleuchtet. Hier habe ich halt noch eine große Softbox für, wenn es richtig hart auf hart kommt, wenn man alles gut ausleuchten muss. Also so ein bisschen indirekte Lichtquellen wären schon noch ganz schön, aber da habe ich noch nichts. Deswegen muss da halt noch was her. So Leute, aber jetzt zur Sache, wie funktioniert das denn, dass ihr die Videos einschickt? Das ist eigentlich eine ganz, ganz einfache Sache. Ich blende euch hier einmal die E-Mail-Adresse ein. Und die E-Mail-Adresse ist auch unten in der Beschreibung. Dort schickt ihr einfach
eure Videos hin, Links hin, Videos auch von anderen Leuten, auf die ich vielleicht reacten soll. Vielleicht hast du einen Freund oder eine Freundin, wo du sagst, hey, das Video muss der Daniel sich unbedingt mal angucken. Das kannst du halt dann auch da reinschicken und dann schauen wir uns das gemeinsam an. Sollte vielleicht ja, im Einverständnis natürlich der Leute sein, aber ja. Aber auch von YouTubern, so größere YouTuber, ne? Wenn die irgendwas rausgebracht haben, was wir uns gemeinsam anschauen sollen, dann einfach per Link an diese E-Mail-Adresse schicken. Achtet bitte darauf, dass die Videos möglichst copyright-free sind, weil ich weiß nicht, ob ich das vorher immer schaffe zu checken. Und wenn nicht und der Stream dann gekickt wird, wäre immer richtig, richtig doof. Yes, das war's auch schon mit Infos zu diesem Thema. Ich wollte euch einfach nur kurz mitnehmen, wenn wir jetzt schon das Biken knicken können und ich muss jetzt auch gleich zur Arbeit, wollte ich wenigstens mit euch sprechen und euch und das Projekt halt voranbringen, damit hier irgendwas passiert. Und ich denke, über die Wintermonate hinweg jetzt so ein bisschen sowas in die Richtung, dass wir einfach ein bisschen chillen können zusammen und ja, die Zeit praktisch überbrücken, bis das Wetter endlich besser wird, bis die Parks aufhaben. Ah, Leute, ey. Ja, ich freue mich auf jeden Fall trotzdem auf die Zeit auch mit euch. Lasst gerne ein Abo da. Link zum neuen Kanal packe ich euch in die angepinnten Kommentare nochmal mit rein. Dann könnt ihr da direkt ein Abo da lassen, Glocke aktivieren, verpasst ihr auch nichts. Stream findet auf diesem Kanal statt, Aufzeichnungen dann später auf dem anderen. So ist der Plan. Also Leute, bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.